Geplänkel, was FIFA da mal oder was EA da mal wieder macht. Eigentlich sollte man sowas echt überhaupt nicht mehr unterstützen. Ich habe da, glaube ich, schon drüber geredet in den letzten Parts mit FIFA WM nur für PS3 und Xbox 360. Warum? Keine Ahnung. Ist noch nicht mal ein Grund von Sachen Profit, weil die PlayStation 4 hat sich bislang echt gut verkauft, dafür, dass es da überhaupt keine Hardware, keine Software für gibt. Dafür hat die sich echt gut verkauft. Also, muss man so sagen. Für die Tatsache, dass es dafür keine wirklich vielen Spiele gibt, außer Infamous Second Son, was ja wirklich nicht für jeden was ist. Und sich deswegen auch nicht so mega heftig gut verkauft hat. Gibt ja wirklich keine Spiele für die PlayStation 4 und trotzdem hat die sich extrem geil verkauft. Und warum kommt dann dafür kein FIFA raus? Ich verstehe es nicht. EA lebt in seiner eigenen Welt, wo sie die Größten sind und alles machen können, was sie wollen. Und das tun sie dann auch. Und wundern sich dann, warum sie dann schlechtes Feedback bekommen. DICE war mir immer ein sehr sympathischer Zweig von EA. Mittlerweile verkacken die ja auch immer und immer mehr. Ich meine, was sieht man in Battlefield 4? Voll von Bugs. Also, Battlefield 4 ist ja wirklich nur ein Battlefield 3.5. Ist ja wirklich nur ein Battlefield 3 mit etwas mehr zerstörbarer Umgebung. Und vielleicht eine ganz, 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 ganz leichten Grafikaufbesserung. Und dafür dann aber so viele, extrem viele Bugs reinzubauen, ist mir echt nicht verständlich. Und dann sagt man, okay, als sicheren Schluss hat man ja am Ende letzten Jahres gesagt, wir stoppen die Entwicklung von allen Battlefield 4 DLCs und auch allen anderen Spielen, an denen wir momentan entwickeln, um Battlefield 4 erstmal wirklich bugfrei zu machen. Das heißt, die haben tatsächlich die Entwicklung von allen DLCs abgebrochen und auch die Entwicklung von dem Star Wars Battlefront, was da jetzt gerade in Entwicklung ist, und allem anderen Kram, haben die wirklich alles abgebrochen und haben gesagt, wir machen jetzt erstmal Battlefield 4 bugfrei. Und ja, nach 2 Monaten später haben sie dann wieder angefangen, die anderen Projekte aufzunehmen, aber Bugs sind irgendwie nicht wirklich rausgekommen aus dem Spiel. Da fragt man sich, was haben die 2 Monate gemacht, wenn die wirklich alle Projekte abgebrochen haben, um das Spiel angeblich bugfrei zu machen, dass sich aber wirklich kein einziger Bug wirklich verschwunden ist. Keine Ahnung. Dann wurden natürlich 2 DLCs direkt hintereinander rausgeschissen und der eine wirklich sowas von, also sowas von lieblos. Habe ich halt mal in meinen Videos dazu auch gesagt. Neville Strike. 2 Maps, die okay sind, die ansehnlich sind, die einen schönen Abschnitt haben, der wirklich innovativ ist, der wirklich schön ist, die bieten was, aber die anderen beiden Maps, die sind wirklich einfach nur lieblos dahingeschissen. Oh, wo kann man mit Booten langfahren? Ja, machen wir kleine Inselgruppen. Ja, was machen wir da für Sachen drauf? Boah, müssen wir da Sachen drauf machen? Wir machen Strand und ein paar Palmen und vielleicht 2, 3 Bunker. Fertig. Map, fertig. Könnte 15 € für bezahlen. Das war wirklich mega lieblos und mega dahingeschissen und ja, ich erwarte von den zukünftigen DLCs nicht viel weiteres, dass vielleicht 2 von den 4 Maps gut sind oder annäherungsweise gut sein könnten, normal gut sind und die anderen beiden einfach nur dahingeschissen werden, damit man wirklich 4 Maps hat, wie man es auch versprochen hatte. Bei Battlefield 3 hat das mit den ganzen DLCs Sinn gemacht. Da gab es einen DLC von Anfang an für die Vorbesteller, die Käufer der Limited Edition, so war das ja, die es am Anfang gab. Da war halt diese, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Auf jeden Fall die ganzen Battlefield-Maps wie Wake Island und so ein ganzer Kram waren da ja mit drauf, die ganzen Remake-Stages. Und alle anderen DLCs gab es erstmal nicht. Und irgendwann ein paar Jahre, oder nicht ein paar Jahre, aber ein Jahr nachdem Battlefield 3 dann draußen war und die Leute da schön gespielt haben, da haben sie irgendwann gesagt: Hey, wir haben noch ein paar Ideen, wir haben noch ein paar Waffen, die wir nicht untergebaut haben. Wie wäre es denn, wenn wir da jetzt nochmal ein paar DLC-Pakete raushauen? Und dann hat sowas auch Sinn gemacht. Wenn so ein Spiel ein Jahr draußen ist, die Leute, das Spiel gut genug war, um 3 Jahre lang, oder 3 Jahre, um ein Jahr lang zu unterhalten und dann, um den Spielspaß noch ein bisschen zu erweitern, konnten die Leute rein theoretisch noch mal ein bisschen Geld ausgeben und dann halt nochmal verschiedene Themen dann dazu machen. Capture the Flag mit dem letzten Game, mit Motorrädern und so ganzen Kram, war innovativ, mit dem ganzen Luftkampfkram für die Luftkampffanatiker oder Battlefield-Fans, da gibt es ja auch viele, hatten da ihre eigenen Maps bekommen für die großen Panzer-Stages und so einen ganzen Kram. Und auch die
Call of Duty Spieler, sage ich mal, haben ihre kleinen Close Combat, Close Quarters hieß es, glaube ich, Maps bekommen, wo sie dann wirklich auf engstem Raum Punkte erobern, Gegner abschlachten und so ganzen Kram hatte mit schönen Nahkampfwaffen. Das hat wirklich Sinn gemacht, aber Battlefield 4 war mir eigentlich schon klar, wenn schon zum Release Battlefield Premium angeboten wird und schon zum Release klar ist, dass 5 DLC-Pakete rauskommen werden und das nicht, also das innerhalb von 2-Monats-Rhythmen oder was weiß ich, oder 3-Monats-Rhythmen, dann kann das nur lieblos werden. Und das war im Endeffekt auch so. Oder ist bislang so, finde ich. Die vier Maps, die man aus Battlefield 3 geremaked hat, haben zwar alle ein bisschen was Neues, aber alle halt wirklich nur ein bisschen was Neues. Und da hätte man viel mehr Neues reinpacken können. Aber wurde halt ein bisschen lieblos gearbeitet. Man hat sie verbessert, verfeinert, in einzelnen Elementen ein bisschen Devolution reingebaut. Ist alles ganz schön, aber man hätte da auch wesentlich mehr machen können, wenn man da ein bisschen mehr Liebe reingesteckt hätte. Und so ist es halt mit jedem DLC-Pack. China Rising hat auch so seine 2, 3 guten Maps und die andere Map, beziehungsweise die anderen beiden Maps sind wirklich nicht wirklich gut durchdacht. Und auch teilweise vom Design her ziemlich lieblos gemacht. Zum Beispiel die Wüste. Ist eine gute Idee, eine Wüstenmap zu machen. Hey, habe ich überhaupt nichts gegen. Aber dann wirklich 90% der Wüste wirklich nur Wüste sein zu lassen und nichts da ist. Und dann nicht drüber nachzudenken, dass eventuell Helis, die dann da drüber fliegen, mega overpowered sein könnten, weil die wirklich auf dieser Wüstengegend, wo du dich nirgendwo verstecken kannst, wo keine Bäume sind, nichts, natürlich jeder Infanterist komplett zu sehen ist. Dass das vielleicht nicht mal überdacht werden könnte. Keine Ahnung, hat irgendwie keine Sau dran gedacht. Und im Gameplay zeigt sich natürlich aus, dass die ganzen Infanteristen sich dann meist in diesem kleinen Minidorf da aufhalten in der Mitte. Während alle anderen halt in Tanks und was weiß ich und Helis über die große Map rüberdonnern. Und irgendwie nicht wirklich viel Abwechslung in der Map drin ist. Und genau solche Gedanken hat man sich, wie gesagt, bei keinen anderen der Maps gemacht und ja. Und ähnlich ist es halt auch irgendwie in FIFA. Jedes FIFA hat seine neue Idee. Aber um die Idee umzusetzen, baut man die halt ein, denkt dann aber nicht irgendwie daran, was dann sonst noch so mit dem Spiel passieren könnte. Zum Beispiel hätte man jetzt halt die Idee, hey, es wäre doch viel realistischer, wenn Spielern die Bälle mal verspringen würden. Ja, mal verspringen ist eine gute Idee. Wenn allerdings jeder zweite Ball verspringt bei einem Supertalent wie Xavi oder wie Iniesta, wenn denn jeder zweite Ball verspringt, dann ist das irgendwie nicht mehr ganz so realistisch. Und wenn man daraufhin dann so viele Bugs einbaut, dass FIFA 14 für die PS3 und Xbox 360 und auch PC-Variante erst nach 6 Updates überhaupt spielbar ist, weil die sonst überhaupt nicht das gemacht haben, was sie gemacht haben, und jetzt immer noch ziemlich buggy ist, wie ich finde. Und auch in der Next-Gen-Version, wo dann halt eine neue Engine verwendet wurde, die dann noch extra überarbeitet wurde, immer noch extrem viele Fehler drin sind, dann frage ich mich echt, hallo, ihr bringt das Spiel schon jährlich raus und macht da so wenig Veränderungen rein, dass man doch einfach nur die Version von vorher übernehmen müsste und dann das Neuere und dann quasi die neuen Elemente einbauen. Wie können dann da so viele neue Bugs auftauchen, die an dem Vorgänger nicht drin waren? Und jedes Spiel FIFA auf Neues. Jedes FIFA hat ja am Anfang Riesenprobleme mit neuen Gameplay-Bugs, die wirklich jeder Beta-Tester in der dritten Partie rausfinden würde, dass das irgendwie nicht ganz so super hinhaut. Irgendwie kriegt EA das momentan wirklich gar nicht geschissen. Mir fällt momentan auch wirklich nur noch wenig Spiele ein von EA, die nicht irgendwie enttäuscht haben bei den Fans. Also ich habe mitbekommen, dass es viele Leute gibt, die die letzten Dragon Age Spiele etwas enttäuschend fanden. Hey, natürlich geht der nicht rein. Haben wir jetzt schon zweimal die Latte, den Pfosten getroffen in diesem Spiel, super. Ich laber hier auch nur so rum. Muss ja kein Tor schießen, scheiß drauf. Sind ja weit weg von Abstiegsplätzen. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Augsburg schießt jetzt ein Tor. Sag ich doch. hey, angekündigt. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, EA. Wie gesagt, bei FIFA weiß ich echt nicht mehr, ob ich mir das kaufen soll, weil wirklich jedes FIFA irgendwie nur noch mehr Bugs reinbekommt und irgendwie ein bisschen unschöner zu spielen wird. FIFA 13, vor allem in FIFA 12. In FIFA 12 konnte man noch richtig schöne Spielzüge machen. In FIFA 13 wurde das dann irgendwie ein bisschen abgeschwächt, weil man neue Finessen, neue Realitätsdinger reinbauen wollte, die dann schon irgendwie nicht mehr so wirklich gut funktioniert haben.
und die Spielzüge dann nicht mehr ganz so schön aussahen, aber im Endeffekt immer noch einigermaßen schön. Und in FIFA 14 wurde jetzt aufgrund dieser Ballversprungen-Sache... Ja, Ausgleich. Dieser Ballversprungen-Sache und dieser ganzen, ja, sag ich mal, Verlangsamerung des Gameplays wurden irgendwie schöne Spielzüge komplett untersagt. Oder nur noch teilweise durch Glückssituationen entstehen die. Ansonsten sind wirklich schöne Spielzüge zwischen zwei Top-Klasse-Mannschaften fast nicht mehr zu sehen, sondern nur noch, wenn du mit der Top-Klasse-Mannschaft gegen eine schwächere Mannschaft spielst, dann kannst du die jetzt halt austricksen. Ansonsten ist das da wirklich eine Abwehrschlacht meistens. Jawoll! Das meine ich mit Gameplay-Bugs, aber wenn sie mir zugunsten kommen, was weiß ich. Ach, scheiß drauf. FIFA 14 ist buggy. Gleich nochmal schön hier in diesem Spiel die Bestätigung dafür bekommen, was ich hier gerade eben gelabert habe. Danke, FIFA. Danke. Ja, und wie gesagt, das machen sie... welche Spiele sind momentan, das wollte ich ja sagen. Bei den Fans jetzt nicht irgendwie, zumindest mit Nachfolgern, wirklich untergegangen. Ich habe mitbekommen, ich habe nie ein Spiel davon gespielt für der Dragon Age-Reihe, aber ich habe mitbekommen, dass der neue Dragon Age-Teil den Fans wohl nicht so ganz entsprochen hatte. Und ja, das ist ja nun mal so eine Sache. Wie gesagt, da kenne ich mich nicht wirklich mit aus, habe ich nie eine Reihe von gespielt. Ich weiß nicht, was die Fans da kritisiert haben. Ich weiß allerdings schon ein bisschen mehr zu Dead Space. Dead Space 1, richtig schön gruseliges Spiel. Nicht schön gruselig, aber schon gruseliger. Ein Spiel, was man von der Sorte halt nicht mehr so häufig hatte. Es gab halt die Silent Hill-Reihe und die Resident Evil-Reihe, die dann auch beide mehr oder weniger ein bisschen mehr in Action abgedriftet sind. Und Dead Space hatte dann halt ein neues Spiel der Reihe, wo halt wirklich viele Fans gesagt haben, hey, geil, endlich mal wieder so ein bisschen gruseligerer Shooter. Davon gibt es so wenig auf dem Markt. Cool, dass es davon jetzt einen neuen gibt, der auch wirklich Qualität hat. Dead Space 2 ging dann schon ein bisschen mehr ins Baller über, hatte allerdings auch seine gruseligen Momente. War also, naja, schon ein bisschen mehr in der Kritik. Hat aber hinterher gesagt, hey, das ist ja immer noch, das Grundgerüst stimmt ja immer noch, da kann man ja immer noch mit Teil 3 viel Gutes draus machen. Und aus seinen Fehlern lernen, die man in Teil 2 gemacht hat. Aber nein, EA macht genau das Gegenteil und hört komplett überhaupt nicht auf die Fanbase. Kein bisschen. Jeder Typ, der, ich hab Dead Space nie gespielt, aber selbst ich habe 30-fach mitbekommen, dass den Leuten Dead Space 2 zu ungruselig war. Und was macht EA? Jawohl, die machen Dead Space 3 einfach noch weniger gruselig. Was läuft da einfach bei den Entwicklern im Kopf dann falsch, das dann total zu casualisieren, sag ich mal, und dann Call of Duty-Abschnitt draus machen und sich dann wundern, warum es sich nicht verkauft und dann sagen, ja, wir stellen die Produktion der Dead Space-Spielreihe erstmal ein, die Verkäufe sind nicht zu unserem, sag ich mal, zu unserem Belieben gewesen. Ja, warum wohl? Weil ihr kein bisschen auf die Fanbase gehört habt. Kein Stück. Naja. Dann halt die Battlefield-Reihe habe ich ja eben erklärt. Die FIFA-Reihe habe ich auch schon erklärt. Und das sind ja quasi mal... Aber das neueste Need for Speed, ne? Need for Speed Rivals. Ich hatte mir da echt was von erhofft. Ich hatte ja eigentlich Drive Club oder habe es immer noch vorbestellt, Drive Club, weil ich ja damals, weil ich die PlayStation 4 schon vor der E3 vorbestellt hatte, also sobald man die bei Amazon vorstellen konnte, nach der Vorstellung im Februar war das, glaube ich, konnte man die vorbestellen auf Amazon, da habe ich mich schon vorbestellt, deswegen hatte ich die auch gleich am Release-Tag. Ja, und wenn man so früh vorgestellt hat, hat man ja ganz viele Gutscheincodes bekommen, zum Beispiel habe ich 2 Spiele gratis bekommen, wenn ich 2 andere gekauft habe, und ich habe ja Knack und Killzone gekauft, deswegen habe ich 2 weitere Spiele kostenlos gekriegt. Das habe ich halt Assassin's Creed und Assassin's Creed 4 und Need for Speed gewählt, weil ich halt auch gleichzeitig noch einen Gutscheincode, ich glaube im August, bekommen hatte. Wenn ich Drive Club kaufe, kriege ich das für 20 Euro billiger. Und da habe ich gedacht, jo, sicher, klar, warum nicht? Drive Club wollte ich mir eventuell eh kaufen. Und wenn ich noch einen 20 Euro Gutscheincode bekomme, dann, klar, kaufe ich mir das. Dann wurde Drive Club allerdings verschoben. Und ich habe mir gedacht, gut, wenn Drive Club sich verschiebst, dann holst du dir halt Need for Speed Rivals. Wird bestimmt auch ein gutes Spiel. Nein! Need for Speed Rivals war, glaube ich, das schlechteste Rennspiel, was ich seit Jahren gespielt habe. Einerseits ist, gut, Need for Speed war nie wirklich die Arcade-Reihe. Doch, war eher so die Arcade-Reihe. War nicht wirklich die Rennsimulation, das heißt, man muss jetzt nicht wirklich von der Simulation wie ein Forza ausgehen, das ist ja klar.
Aber so ein bisschen Realität, hätte ich mir schon vorgestellt, war nicht drin. Okay. Eckart Gudan zumindest vielleicht richtig schöne offene Spielwelt, womit es ja auch prallt. Steht ja hinten sogar fett drauf. Eine riesige befahrbare Spielwelt, ja. Diese riesige Spielwelt besteht dann zumindest, dass du 18 Kilometer fährst, dann eine Abzweigung hast, wo dann zwei Straßen kommen, die beide wieder 18 Kilometer lang gehen, dann wieder eine Kreuzung haben. Das ist keine offene Spielwelt, das ist ein linearer Schlauch, der an einen anderen linearen Schlauch angrenzt. Das ist quasi sowas von unoffen, wie ich es seit Jahren nicht mehr... Oh Gott, ich dachte, der geht schon wieder rein irgendwie. Wie ich es seit Jahren schon nicht mehr in einem Rennspiel gesehen habe. Dann ist die Fahrphysik einfach unglaublich schlecht. Und die Story auch noch so unglaublich langweilig erzählt, dass ich wirklich nach, keine Ahnung, ich habe das Spiel, glaube ich, eine Stunde gespielt und hatte dann so Langeweile, dass ich das Spiel ausgemacht habe und nie wieder angemacht. Das sind Need for Speed Rivals eines der schlechtesten Rennspiele, die ich seit langem gespielt habe. Und die Vorgänger davon sollen ja auch wirklich nicht gut gewesen sein. Das heißt, auch die Need for Speed-Reihe ist im Keller und mir fällt echt nicht mehr viele AAA-Titel von EA ein, die noch irgendwas können. Ich glaube, The Witcher wird auch von EA irgendwie... Oder nee, ist das von Ubisoft? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist das ja noch eine Sache, wo man... die ja momentan sehr gut zu laufen scheint. Zumindest von einigen Presse-Events hat man ja gehört, dass The Witcher 3 wohl bislang sehr überzeugt haben soll. Ich kenne die Witcher-Reihe auch nicht, aber ich habe gehört, dass The Witcher 1 und 2 wohl so für Rollenspiel-Fans und was weiß ich... wo eine schöne Sache war und Witcher 3 dann wohl nochmal das Ganze ein bisschen... in die Höhe treiben soll. Wenn das von EA gepublished wird, dann haben sie vielleicht zumindest ein Spiel, was noch gut wird, aber ansonsten halt ja, momentan echt nur noch Grütze. Wobei auch Ubisoft sich momentan immer und immer mehr Schnitzer leistet, vor allem bei Watch Dogs jetzt. Nicht nur, dass sie es dreimal verschieben mussten, ohne dann auch eine wirklich sinnvolle Begründung dabei zu haben. Wahrscheinlich war es einfach nur nicht fertig und die wollten es nicht zugeben. Es wird auch immer schlechter, was die Trailer betrifft. Also die Trailer werden immer uninteressanter, die Story wird immer uninteressanter, die Grafik wird auch immer von Monat zu Monat schlechter, was sie zeigen. Also irgendwie kriegen die es momentan auch nicht so ganz geschissen. Ist sowieso gerade Riesenflaute auf dem Spielemarkt, seit die Next-Gen-Konsolen raus sind. Haben sich da, glaube ich, die ganzen Entwicklerstudios alle so ein bisschen übernommen. Kommt mir zumindest vor. Also es wurden schon so viele Spiele verschoben. Ich glaube, die hätten sich das alle einfacher vorgestellt am Anfang. Hey, Next-Gen-Konsole auf PC-Basis können wir hier entwickeln und dann los. Aber scheint wohl doch nicht so einfach zu sein, wie sich viele gesagt haben. Ich glaube, da haben sich wirklich echt viele übernommen. Wie zum Beispiel Watch Dogs, wie Drive Club, wie Infamous Second Son, was schon verschoben werden musste. Wie auf der Xbox Son of Rome, was ja wirklich nicht gut war. Was ja Forza, was ja wirklich... grafisch ganz hübsch, vom Spielerischen auch ganz hübsch, aber was die Anzahl der Autos anbelangt und die DLC-Politik und vor allem die Anzahl der Strecken, also den Spielumfang an sich betrifft, ist ja das auch wirklich nicht wirklich toll und auch Dead Rising kann ja nicht echt überzeugen, also ich muss echt sagen, da haben sich, glaube ich, extrem viele Spielestudios das viel leichter vorgestellt mit der Next Gen, als es dann im Endeffekt ist und wirklich nur mittelmäßige bis schlechte Spiele bislang rausgebracht, bis auf Infamous, was wirklich im oberen Bereich angesiedelt ist, aber auch nicht wirklich Next-Gen. Also, auch da muss man sagen, klar, was Codes, was Dessens Kräfte anbelangt und so weiter und so fort, sieht alles mega hübsch aus und mega geil und lässt sich auch alles ziemlich flüssig steuern, aber so was die restliche Sache anbelangt, also die Optik der Stadt, die Optik von den Passanten und so weiter und so fort, das ist nicht wirklich Next-Gen. Das ist schon eher so ein bisschen... Ich meine, klar, ist schon besser als so die Vergleichsspiele auf der PlayStation 3, aber... Ich glaube, da kann die PlayStation 4 echt schon mehr. Und ja, also auch da nicht so wirklich am oberen Niveau, aber bislang irgendwie der Höhepunkt von allem, was rausgekommen ist. Und ja, ist halt nicht viel. Mal sehen, was sich da in den nächsten Jahren entwickelt. Vielleicht brauchen die Entwickler auch einfach alle ein bisschen Zeit, um sich auf die Konsolengeneration einzustimmen, weil der PlayStation 3 ja damals auch ähnlich, aber da gab es am Anfang trotzdem einerseits mehr und andererseits auch mehr gut, sage ich mal. Naja. Mal sehen, was da so kommt. Ich will natürlich keinen verurteilen. Ich weiß gar nicht, wie schwer das ist, das zu entwickeln. Ist wahrscheinlich mega schwer. Wenn es einfach wäre, dann würde es ja jetzt jeder einfach machen. Aber kommt mir echt so vor, als wenn ich da verdammt viele Entwicklerstudios einfach mal so ein bisschen übernommen hätten. So. Ja, Sané möchte mehr Gehalt, obwohl er nicht spielt. Nein. Und Andreas möchte nächste Transferphase verkauft werden. Kann er von mir aus, denn wir werden ja eh nur die eine Saison spielen. So, wir haben gewonnen gegen Augsburg, obwohl ich hier nur gelabert habe. Das ist ein sehr guter Verdienst gewesen, muss ich mal eben sagen. Augsburg ist aber auch letzter Platz. Das heißt, gegen die sollten wir auch gewinnen. Haben wir auch.
Super, ich habe die ganzen Wartungen gequatscht, ich habe überhaupt nicht drauf konzentriert, was da passiert ist. FIFA hat mich einmal kurz bestätigt, was Gameplay-Bugs betrifft und ansonsten, ja, haben wir den Ball einmal mit Sobi reingekloppt und haben den Ball einmal mit Ansage hinten reingekriegt, ansonsten ist nicht viel passiert. Tabelle sagt jetzt 17., ne, den 15. meine ich. Ja, ein Punkt auf Hoffenheim, haben noch ein Spiel mehr, wir spielen jetzt sogar gegen Hoffenheim, also im Direktduell. Ja, Platz 14 jetzt auf jeden Fall mit einem Sieg drin. Vielleicht sogar mit einem Unentschieden, weil Hoffenheim hat wieder ein Spiel mehr. Puh, sieht man dann, ne? Also sind auf jeden Fall erstmal vom Abstieg weg vier Punkte. Mit einem Sieg gegen Hoffenheim könnten wir auf 7 Punkte vom Abstieg wegrutschen. Und das ist momentan erstmal unser Ziel. Und das machen wir beim nächsten Mal dann weiter. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.